Anderes Thema, der neue US-Präsident Joe Biden ist ja nun im Amt und er hat bereits die ersten Amtshandlungen vollzogen. Darunter fällt übrigens auch das Umdekorieren des Oval Offices im Weißen Haus. Jeder Präsident darf ja seinem Hauptarbeitsbereich eine persönliche Note verleihen. Die goldfarbenen Vorhänge sind geblieben, neu sind der dunkelblaue Teppich sowie Wandgemälde und Skulpturen. Auf dem Schrank hinterm Präsidentenschreibtisch stehen jetzt zahlreiche Familienfotos von Joe Biden. Unter Trump sah es noch ein wenig anders aus. Der Teppich war heller und sein Stuhl war etwas mehr gepolstert. Auf dem Schrank hinterm Schreibtisch standen bei Trump die sogenannten Challenge Coins, Verdienstorden und nur zwei Familienfotos, nämlich die seiner Eltern.